Willkommen zurück zu True Fear Forsaken Souls Part 1 im Bonuskapitel. Ich glaube, wir müssen eine Verbindung herstellen, würde ich sagen. Ich probiere mich hier mal aus. Ah. Ja, gut. Das geht so nicht. Vielleicht fange ich mal von hier an. Yay. Okay. Ich muss zuerst das Kabel reparieren und dann den Strom einschalten. Ja. Kabel reparieren? Anderes sagt sie dazu auch nicht. Hier ist ein Kabel. Jemand hat diesen Ziegel falsch eingesteckt. Was versteckt sich dahinter? Ich kann nichts sehen. Ich brauche etwas Licht. Ja. Ich weiß. Deswegen muss ich den Strom abstellen. Stell das Wasser ab. Repariere das Kabel und schalte das Licht wieder an. Aha. Ja. Können wir da ran? Ein Spindschloss. Ist noch mehr drin? Hast du keine Batterie? Ich könnte eine Batterie sehr gut gebrauchen. Denn wir haben eine Taschenlampe. Aber leider fehlt uns da noch eine Batterie. Was mache ich denn mit einem Spindschloss? Das Tastenfeld sieht funktionstüchtig aus. Aber es ist egal, denn die Tür ist bereits offen. Ja. Hinter diesem Tor muss sich die Heilanstalt befinden. Hier muss ich drei Schalter finden. Ja, was hat denn das hier mit zu tun, würde ich sagen. Das ist auch schon ein bisschen länger her, die letzte Aufnahme. Hier fehlt ein Griff. Ja, nee, hier müssen wir die richtige Kombination finden. Sonst habe ich hier auch nichts. Also hier komme ich nicht weiter, würde ich behaupten. In dem Kühler befindet sich immer noch Wasser. Das ist schön. Vielleicht ist das nochmal nützlich. So. Ich weiß nicht, was haben wir hier denn? Das Schloss ist verrostet. Hier brauche ich einen schweren Gegenstand. Ja. Hier gibt es nichts zu tun. Ja. Dies wird mir bei meinen Aufgaben helfen. Hier haben wir auch noch einen Raum. Genau, mit dieser Szene hier waren wir durch. Ja, hier würde ich behaupten, brauchen wir einen Schlüssel. Und die Leinwand können wir auch noch verwenden. Ich habe auch keinen Schlüssel. Wird diese Szene noch?
Befürchte, dass hier etwas Schreckliches geschehen ist. Ja, das befürchte ich auch. Das ist auch nichts anderes. Habe ich jetzt auch gerade keine Idee zu, weiß ich nicht. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Na, mit dir sind wir doch durch. Würde ich sagen. Dies so einmal eine gewöhnliche Nervenheilanstalt, ja. Genau, hier sind die Scharniere verrostet. Das sind auch Gegenstände, Schranktür. Was soll ich mit der Schranktür? Hier haben wir auch noch. Ja, hier haben wir einen Schrank. Ah, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Das hat also nichts mit dem Spinnenschloss zu tun. Und großartig weiter geht's hier auch nicht. Hier haben wir noch einen Code. Hier ist die Taschenlampe, die ich so gerne hätte, aber noch nicht nutzen kann. Es scheint, als wären die Wurzeln aus dem Boden gewachsen und hätten versucht, alles zu umschlingen. Was ist denn hier passiert? Aufgrund der Wurzeln kann ich die Tür nicht öffnen. Ich frage mich, was sich dahinter befindet. Ja, genau. So, und ich stehe jetzt vor der Frage. Was habe ich nicht gesehen? Oder nicht gemacht oder wie auch immer. Hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Hier brauchen wir Batterie. Mit dem Code können wir nichts anfangen. Die Wurzeln sind im Weg. Also dafür habe ich, denke ich, definitiv nichts. Mit ihr sind wir durch. Hier brauche ich einen schweren Gegenstand. Ich weiß es nicht. Hier hinten, da brauche ich auch nur einen Code und einen Griff. Hier brauche ich einen Schlüssel. Also ich glaube zumindest, dass ich einen Schlüssel brauche. Ich wüsste jetzt nicht. Oder mit der Pinzette? Ich versuche besser etwas anderes. Ja. Spinnschloss. Und was soll ich denn hiermit anfangen? Oder kann ich den da rauflegen? Ah! Yay! Eine Schlüsselkarte. Okay, alles klar. Ja. Gut. Dich brauchen wir auf jeden Fall hier. Eine Batterie. Und? Was ist das? Eine Filmspule? Der Tresor lässt sich nur mit einem Fingerabdruck öffnen. Wie ich das wohl bewerkstelligen kann? Ja. Wir werden sehen. Patientenakten. Sie sind sicherlich schon lange tot. Und somit haben sie auch keine Probleme mehr. So, endlich! Ich habe sie. Die Batterie. Das ist doch wundervoll. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt zurück. Weil ich jetzt gerade sowieso nicht weiß, was ich hier noch tun könnte. Und... Ach, muss ich nochmal. Entschuldigung. Huch. Ja, sehr schön. Ah. Eine Axt. Cool. Das werde ich später herausfinden. Als erstes muss ich das Wasser abstellen. Ja, ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Was haben wir hier denn? Hier war eine Überflutung, bevor die Heilanstalt verlassen wurde. Hier war wohl mal eine Passage. Aha. Hier können wir die Schranktür da verwenden. Das sieht so aus, ne? Ja, sehr gut.
Der Wasserhahn fehlt. Ja, natürlich fehlt der Wasserhahn. Was denn auch sonst? Oh. Ah. Muss man anschalten. Mhm. Schere. Können wir was einstellen? Ja, das ist ja wirklich nett. Da muss irgendwo ein Bedienfeld zur Bildeinstellung sein. Ach! Ich brauche etwas, um das aufzuschneiden. Ja, hier. Die Schere. Das ist ein Hinweis. Okay. Super. Generalschlüssel. Ich würde sagen, hier komme ich wahrscheinlich auch zurzeit nicht weiter. Ja. Gehen wir mal zurück. So. Generalschlüssel, Axt. Ja, zur Filmspule habe ich eventuell eine Idee. Aber das bringt erstmal noch nichts. Ach, hier können wir auch ran. Das ist ja wunderbar. Dietrich. Handschuhe. Verschlossen. Dietrich. Drahtschere. Ein Hammer. Vielleicht passt da eine Drahtschere hindurch. Ja, vielleicht. Supi. Da muss etwas Nützliches darin sein. Ja. Ich würde behaupten, wir brauchen den Hammer. Wunderbar. Und jetzt brauchen wir garantiert noch die Handschuhe. So. Sehr schön. Ein Schüreisen. Ja. Ich würde mich mal hier versuchen. Genau, und zwar mit der Axt. Zippy. Ah. Feuerholz. Schlüssel und ich, mit der Geschichte möchte ich erst gar nicht anfangen. Ich kann nie meinen Schlüssel finden. Wir haben ja einen. Oh, sehr gut. ja. Hier können wir überall ran. Ich fange mal hier an. Da liegt doch etwas drin, wenn ich doch nur daran käme. Ja. Was zu lesen. Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken. Jeder, der dieses Ding sah, ist kurze Zeit später gestorben. Ich habe es schon wieder gesehen. Hier ist irgendetwas, das mich jede Nacht aus dem Schlaf reißt. Als erstes dachte ich, dass es James wäre und er mir einen Streich spielen würde, doch jetzt weiß ich, dass er es nicht ist. Es ist ein Mädchen, die nachts umherschleicht. Ja, genau. Das ist ja klasse. Hier Pinzette. Rubin. Viel zu viel Papierkram liegt hier herum. Na? Es scheint, als könnte man den Mund öffnen, aber wie? Hier funkelt es. Ein Hirschgeweih in einer Heilanstalt. Ein Einrichtungsberater hätte sich hier austoben können. Ja. Wir den da einsetzen. Oh, sehr gut. Ich glaube, wir brauchen noch einen.
Okay. So. Oh, wie süß. Na? Der ist ja niedlich. Verlassene Spielzeuge stimmen mich immer traurig. Ja, naja. Ein Märchenbuch. Wie schrecklich, dass hier kleine Kinder eingesperrt waren. Oh, können wir den nicht mitnehmen? Der ist voll süß. Was habe ich denn hier? Wasserhahn! Ja, sehr gut. Wunderbar. So. Ich glaube, mehr finde ich ja auch gerade nicht. Da waren wir ja schon dran. Können wir gar nicht mehr ran. Ein Feuer würde den Raum erhitzen. Das trockene Holz kann angezündet werden. Hm. Wenn ich was zum Anzünden hätte? Bestimmt. Das Eis kann ich nicht durchbrechen, ohne dabei den Schalter zu beschädigen. Schmelzen ist die bessere Alternative. Ja, okay. Da kann ich gerade nichts machen. So, und hier können wir auch noch ran. Ah, eine Ölkanne. Das ist ein Brief von der Lordios-Familie. Das ist sicherlich kein Zufall. Ich muss versuchen, den zweiten Teil des Briefes zu finden. Lieber Christopher, ich bin sehr froh, dass du dein Ziel mit solch einem Enthusiasmus anstrebst. Du hättest allerdings vorsichtiger sein sollen. Die Krankenschwester Jessica hätte fast alles preisgegeben. Das Feuer zu legen war ein guter Zug und ihr Pech war unser Glück. Okay. Ja. Ah. Es macht keinen Sinn, die Schlösser zu betätigen, solange ich nicht alle gefunden habe. Ja, das ist wohl richtig. Das hört sich sehr interessant an. Ich muss Christophers Nachnamen herausfinden, damit ich seine E-Mails lesen kann. Chris, ich habe etwas gefunden. Ich werde dir die Details schicken. Schau bald in deinen E-Mails nach. Ja, okay. Dann müssen wir seinen Nachnamen noch herausfinden. Ah. Ich kann nicht glauben, dass es immer noch funktioniert. Ja, kann ich auch ran? Nee. Ja, das habe ich mir ja gerade angesehen. Dann schauen wir uns den PC an. Aha, Christopher S. Also wir schon mal einen Buchstaben weiter. An das Sicherheitspersonal. Die Patienten dürfen bis auf Weiteres keinen Besuch empfangen. Wenn ein Familienmitglied nach ihnen fragt, dann weist alle Probleme ab und überzeugt sie, dass diese Maßnahme nur temporär ist und nur aufgrund des Feuers erhoben wurde. Ein neues elektronisches Schloss wird in Kürze installiert werden, damit alle Gäste nur den Empfangsbereich betreten können. Der Zutritt hinter dem Tor ist ab sofort auch jeglichem Personal untersagt, es sei denn, dass eine Erlaubnis erteilt wurde. So, so. Robert Moore. Jungs, ist euch aufgefallen, dass fast überhaupt kein Essen hinter dem Empfangsbereich ausgeliefert wird? Was essen die Patienten? Wann habt ihr zum letzten Mal einen Patienten gesehen? Warum wurden die Umbaumaßnahmen im Block A gestoppt? Gruß, Robert Moore. Fragen über Fragen. Abmelden. Ah, okay. Oh, hier stehen aber viele Namen. Tagebuch. Ah ja, okay. Dann können wir uns von denen hier die ganzen E-Mails anschauen, ne? Könnten wir. Ja.
Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben, ob ich irgendetwas übersehen habe. Da brauchen wir noch. Hier brauchen wir noch was, da brauchen wir noch was. Das hier muss aufgetaut werden. Und da können wir wahrscheinlich noch einiges lesen. Ja. Hier die Ölkanne würde ich ganz gerne hier verwenden. Das kann doch nicht sein. Seine Lisa und meine Mutter sind die gleiche Person. Er kann allerdings nicht unser Vater sein, denn sie besuchte ausschließlich Dahlia hier. Sie spricht mit mir. Sie sagte mir, dass Lisa sich umbringen würde, und ich habe ihr nicht geglaubt. Sie sagte mir, dass ich alle Leute umbringen muss, um Lisa vor ihrem Selbstmord zu bewahren. Okay. Schraubenschlüssel. Ja, ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den Wasserhahn. Auch gleich alles trocken. Wunderbar. Die Kiste ist wirklich sehr schwer. Vielleicht kann ich etwas finden, das ich als Hebel nutzen kann. Das ist ein Stromkabel. Mit Isolierband könnte ich es sicherlich reparieren. Ja, hier. Yay! Das schauen wir uns an, wenn wir wieder ein Licht haben. Hoffentlich ist es dann noch da. Ja, wir müssen ja nur die Treppe hoch. Neben der Tür befindet sich ein Tastenfeld. Wenn ich doch bloß die Kombination hätte. Moment mal, überall befinden sich Sicherheitskameras. Moment. So. Tada! So, was hat sie da gerade erzählt? Den Code kann ich auf keinen Fall erraten. Nee. Das ist richtig. Das muss warten. Ach, ein Spinnschloss. Sieh an, sieh an. Ah, Manager. Christopher, der Manager der Aufnahmestation. Auf seinem Tisch befand sich ein Brief von Charles Lorius. Ich mag ihn nicht und auch nicht den Brief, der ihn zum Aufbruch animierte. Ich frage mich, ob dies irgendetwas mit den Morden zu tun hat. Oder ob der Mörder einen sonst perfekten Plan vermasselt hat, ob er noch am Leben ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was haben wir hier? Wenn ich die E-Mail finden würde, dann könnte ich sicherlich den Spind öffnen. James, das Rätsel von letzter Woche hat mir wirklich gefallen. Jetzt bin ich dran. Der neue Code für den Spind habe ich dir in einer E-Mail geschickt. Überanstrenge dich nicht und lass dich nicht wieder von Christian beim Schlafen erwischen, Will. Ja, okay, da müssen wir bei den E-Mails schauen. Bei James. Ja. Aha. 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 Das steckt fest. Hoffentlich befindet es sich in der richtigen Position. Ja, okay. Kann ich noch nicht viel zu sagen. Hier haben wir auch noch was. Das Schloss ist verrostet, aber ich kann ein hartes Objekt fühlen. Ich sollte eine Möglichkeit finden, es zu öffnen. Geldbeutel.
In diesem Geldbeutel befindet sich etwas, ein kleines hartes Objekt, vielleicht ein Juwel. Aha. Aber das Schloss ist verrostet und ich kann den Stoff nicht zerreißen, noch nicht mal mit einem Dolch auftrennen. Dann muss das nochmal eben warten. Das ist doch verrückt. Das kann kein Zufall sein. Dem Anschein nach sind unsere Familien und dieses Mädchen irgendwie miteinander verbunden. Ist Dahlia meine verrückte, tote Schwester, etwa dieses Mädchen? Wenn dem so sei, wie kann sie nachts ihr Zimmer verlassen? Niemand glaubt mir. Alle schauen mich an und glauben, dass ich verrückt geworden bin, weil ich Elizabeth verloren habe. Ich werde von jetzt an nur noch via E-Mail kommunizieren, keine Briefe mehr. Unsere Familie steht da, nicht Familien. Okay. Ja. Leer. Ja, da waren wir schon dran. Warum würde jemand einen Arzneischrank zunageln? Das kann ich auch nicht sagen. Ja, gut. Dann... ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen mal zum Computer zurück. Und dann schauen wir mal bei den E-Mails. Was war das noch? James, ne? Ja. Wir haben doch hier... oh, na toll. Es gibt zwei James. Aber dann nehmen wir den. James Wilson und James Parker. Und hier haben wir William. Das ist bestimmt Will, ne? William Scott. Dann nehmen wir mal James Parker. Das kennen wir schon. Wir nehmen nicht James Parker. Wilson, ne? Ja. Yeah. Das ist auch wieder das mit dem Sicherheitspersonal. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. William Scott, wunderbar. Hey Kumpel, vielen Dank für das Rätsel von letzter Woche. Ich hätte es wissen sollen, dass es die Rothaarige war. Wenn du dein Zeug aus dem Spind haben möchtest, dann solltest du diesen hier lösen. Jack schaut niemanden direkt an und er wird sich nie wieder umdrehen. Chris schaut ihn direkt an, ein Paar sieht sich an, zwei schauen Chris an, die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Ich habe die ganze Woche versucht, das Rätsel zu lösen. Jetzt kannst du dich daran versuchen. James Parker. Hallo, hast du Smiths letzte Anweisung gesehen? Was geht da vor sich? Wer war die letzte Person, die als letzte in die Heilanstalt ging? Ich war schon seit 3 Monaten nicht mehr dort. Ich habe ein unwohles Gefühl dabei. James. Okay, mehr haben wir hier nicht. Ja. Ich würde sagen, dann müssen wir erstmal zurück zum Spind, oder? Darum geht es ja. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Hier haben wir jetzt unser Fragezeichen. Aber ich habe das jetzt nicht im Kopf. Ah, sehr gut.
ist die E-Mail. Dieses Rätsel wird mir helfen, den Spind im Keller zu öffnen. Genau. Jack schaut niemanden direkt an und er wird sich nie wieder umdrehen. Chris schaut ihn direkt an. Ein Paar sieht sich an. Zwei schauen Chris an. Die Hälfte der Gruppe schaut nach rechts. Jack schaut niemanden an und wird sich nie wieder umdrehen. Vielleicht ist das hier Jack, der ist ja fest. Chris schaut ihn direkt an. Ja, okay. Ich lasse den jetzt einfach mal so. Ein Paar sieht sich an, zwei schauen Chris an. Sich zwei anschauen sollen. Nein. Vielleicht ist das hier eher Chris. Aber zwei schauen Chris an und wir brauchen ein Paar. Zwei schauen Chris an, wenn ich das vielleicht doch eher so mache. Und ein Paar schaut sich gegenseitig an. Das willst du nicht. Ah, okay. Wunderbar. Eine Zange. Dies hätte mir vorhin weitergeholfen. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Ja. Genau, hier haben wir... Fehlt uns noch ein Code? Ah, hier können wir ran. Wunderbar. Achso, hier hatten wir noch, der war zugenagelt, ne? Können wir die Zange hier verwenden? Dem Anschein nach hat jemand die Wand von innen eingeschlagen. Ach, hier liegt noch was. Ein Kombinationsrad. Damit ist die Szene auch geschlossen. Komm, das machen wir noch. Aha. Blaue Scheibe. Eine gelbe Scheibe. Eine orange Scheibe. Was ist das? Isolierband wird funktionieren. Ja, stimmt. Ja. Warte, ich guck mich erstmal weiter um. Hier haben wir eine rote Diskette. Klebeband, sehr gut. Und noch etwas anderes. Du sagst jetzt aber auch nichts weiter zu, ne? Warte mal, wir machen erstmal hier. Das ist ein Diskettenlaufwerk. Ja. Vielleicht. Guck mal, wir haben ja eine blaue Diskette. Vielleicht kommt die hier hin. Dann die orange in die 3. Die rote in die 4. Und die gelbe in die 6. Zwei, 0. 1, 5. Toll. Eine Billardkugel.
Was mache ich denn jetzt mit einer Billardkugel? Okay, weiß ich gerade auch nicht. Ich würde auch sagen, ich werde den Part hier jetzt beenden und im nächsten Part schauen wir, was wir mit diesen wunderbaren Gegenständen alles noch so anstellen können. Ich danke fürs Zusehen. Tschüss.